Hallo, liebes Treffpunktleben, herzlich willkommen zu unserer Predigt diesen Sonntag. Letzte Woche habe ich euch ja von meiner Hilde erzählt, also meinem alten Auto, und wie aus FU Karlsruhe For Your Kingdom wurde und wie man innere und äußere Veränderungen in unserem Leben eventuell angehen kann. Ich habe letzte Woche darüber erzählt und dieser Bibeltext, der der Predigt zugrunde lag, war der Römer 12. Und wir haben letzte Woche auch gesagt, dass wir Gewohnheitstiere sind und gerne die Dinge immer so weitermachen, wie wir sie gerne machen. Heute würde ich gerne die Predigt überschreiben mit folgendem Satz. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und das ist eventuell besonders so, wenn es um den Willen Gottes geht. Manchmal fühlt sich das Leben mit Gott ja so an, dass man sitzt am Strand und die Sonne geht unter und das Meer plätschert so leicht vor sich hin, im Hintergrund noch ein bisschen Bossa Nova, vielleicht deine große Liebe an deiner Seite. So fühlt sich manchmal der Wille Gottes an und in einem Augenblick ändert sich alles und du fühlst dich wie in einer Achterbahn, wo du denkst, du bist nicht richtig angeschnallt oder wie in einer Waschmaschine. Das Leben mit Gott ist wirklich nicht langweilig. Ich würde gerne mit euch heute weiter an diesem Text uns entlang hangeln und schauen, was da drin noch steckt. Und ich würde den gerne nochmal mit euch vorlesen. In Römer 12, die Verse 1 bis 2, schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Er fängt an und sagt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Warum? Auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist und wie ist er, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe diese Woche beim Vorbereiten nochmal von dem Text gedacht, was willst du hier eigentlich predigen, Philipp? Normalerweise ist es so, dass man eine Predigt vorbereitet, dann sollte man sich den Text einfach 10 bis 20 Mal einfach durchlesen und dann schauen, was der Text so, wie er sich aufstrukturiert und was da drin steckt, ein Gefühl zu bekommen für den Text. Und gestern habe ich nochmal beim Durchlesen gedacht, ich muss aufhören, diesen Text durchzulesen, weil ich dann überhaupt gar nicht mehr weiß, über was ich predigen soll, weil so viel in diesem Text drin steckt. Und wo man überall einsteigen könnte, so tief sind diese zwei Verse, fast wie ein Fass ohne Boden. Und deswegen möchte ich mich auf etwas nur konzentrieren. Paulus geht es nämlich um das Weiterentwickeln unseres Seins. Also wo wir alte Gewohnheiten ablegen, alte Denkmuster ablegen und neue göttliche anziehen. Wo wir im wahrsten Sinne eben verwandelt werden von der Raupe zum Schmetterling. Und das geschieht durch die Erneuerung unseres Sinnes. Es geht also um dieses Ding hier zwischen unseren Ohren, um die Erneuerung unseres Sinnes, das ist die Quelle. Im Alten Testament wird da oft vom Herz geredet. Salomon beschreibt es auch in Sprüche 23 so, denn wie er, der Mensch, in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Also das Herz, die Seele, unser Denken ist in der Bibel so das gleichumfassende oder die gleichumfassende Quelle, um die es in unserem Leben gehen soll. Ich glaube, dass nichts so kraftvoll ist, wie ein Mensch, der sein Denken verändert hat. Nichts ist so kraftvoll, wie ein Mensch, der neu denken kann. Das ist zum Beispiel jemand, der jahrelang mit Selbstzweifeln gekämpft hat und dann entdeckt, dass er wertvoll ist. Und dass sein Wert nicht in dem liegt, was er kann oder was er nicht kann, wie er aussieht oder wie er nicht aussieht, sondern einfach nur, weil er gemacht wurde in das Ebenbild Gottes. Und wenn sich dieser Gedanke verändert hat in seinem Alltag, dann verändert das alles. Ich denke an Menschen, die jahrelang mit schwerer Schuld und mit schweren Schuldgefühlen zu kämpfen haben und dann durch Gottes Wort lernen, dass es sowas wie Vergebung gibt. Und diese Person dann ihre Schuld ans Licht bringt und Heilung und Vergebung erfährt und nun wieder ruhig schlafen kann, das ist kraftvoll. Es ist kraftvoll, wo jemand nicht weiß, warum er auf der Welt ist und was er hier zu tun hat und dann durch Gottes Wort lernt, dass Gott tatsächlich einen Plan hat auf dieser Welt und nun auf Wolke 7 unterwegs ist. Das ist kraftvoll. Nichts ist so kraftvoll wie ein Mensch, der sein Denken erneuert, die Erneuerung des Sinnes. Ich glaube, dass es mindestens drei Dinge gibt, wie wir unser Denken erneuern können. Das erste ist natürlich
durch Gottes übernatürliche Eingreifen, durch den Heiligen Geist und durch sein heiliges Wort, durch die Bibel. Das ist die Kraftquelle, die uns hilft, unser Denken zu erneuern. Das Zweite, was uns hilft, unser Denken und unser Sinn zu erneuern, ist durch unser eigenes Wollen. Hey, wenn du keine Lust hast, dein Leben zu ändern, dann wird sich in deinem Leben auch nichts ändern. Und das Dritte ist, was uns hilft, unseren Sinn zu erneuern, ist tatsächlich die Kirche, ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Paulus schreibt ja so witzig am Anfang, ich finde es irgendwie witzig, da sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Ich habe da ein bisschen angefangen, da ein bisschen zu probieren, es zu verstehen, was der Paulus meint. Und ich glaube, was der Paulus meint, er kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hier um die Kurve und sagt zu den Leuten in Rom, hey, 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 ich ermahne euch, wenn du noch einmal, ich zähle bis 3, 1, 2, 3 und so weiter. Sondern es ist ein helfendes, ein stärkendes, ein belebendes, ich ermahne dich. So wie wir uns eben eigentlich ermahnen sollen, so, dass es uns auferbaut, dass was Positives bei rauskommt. Das Wort auch hier, das diesem Ermahnen als Ursprung hat, ist das gleiche Wort, wie für den Heiligen Geist verwendet wird, Paraklet. Also jemand, der tröstet. Und ich glaube, dass die christliche Kirche und wir als Treffpunkt Leben, wir dürfen und sollen eine Gemeinschaft sein vom gegenseitigen Trost, vom gegenseitigen Zusprechen, vom gegenseitigen Ermahnen auf diese positive Art und Weise, wo wir einander helfen in den Wirren dieses Lebens, in den Ups und in den Downs, in diesen Einbrüchen vielleicht auch teilweise von unseren Gefühlen, in den Schicksalsschlägen von unseren Brüdern und Schwestern, wo wir eine Gemeinschaft sind, wo wir uns gegenseitig ermahnen in dieser wohlwollenden, warmen, positiven Atmosphäre. Und Gott in seiner Gnade hat uns ja nicht nur mit Werkzeugen ausgerüstet, mit weltlichen Werkzeugen, wie wir einander helfen können, sondern sogar auch mit geistlichen Gaben der Ermutigung und der Seelsorge und des Trostes, die er im ganz speziellen Maße auch ausgegossen hat in unsere Mitte, in die Gläubigen hinein. Und ich finde gerade in dieser Zeit, in der wir immer noch leben, und wann das zu Ende ist, da freuen wir uns drauf, ich glaube, gerade in dieser besonderen Zeit dürfen wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir eine Gemeinschaft sind, als Treffpunkt Leben, als Kirche, eine Gemeinschaft des Trostes. Wir sind also nicht nur eine gesunde Kirche, nicht nur eine aktive Kirche, nicht nur eine große Kirche, nicht nur eine treue Kirche, nicht nur eine geisterfüllte Kirche, nicht nur eine siegreiche Kirche, wir sind auch eine heilende, tröstende, ermahnende und auferbauende Kirche. Kriege ich dazu mal ein Amen. Dankeschön. Was könnte das vielleicht für dein Leben bedeuten? Ich habe gedacht, hey, ruf doch Menschen an, mit denen du vielleicht normalerweise in einem Dreamteam zusammenarbeitest. Hier bei Treffpunkt Leben und ihr könnt euch gerade nicht treffen. Schreib eine WhatsApp an die Leute, die du eigentlich vielleicht nur am Sonntag triffst, aber immer wieder ist es eine nette und schöne Begegnung und es gehört irgendwie auch zum Sonntag dazu. Schreib doch den Leuten eine SMS und halt Ausschau auch in deinem Herzen nach Menschen außerhalb deines inneren Freundeskreises, die du ermahnen kannst auf diese positive Art und Weise, wo wir anspornen können, unseren Sinn zu erneuern. Okay, die Verwandlung hat also ihre Quelle nicht im Tun, sondern in unserem Sein. Erneuern unseres Sinnes, darum geht es. Wir sind damit ja niemals fertig. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen und wir sagen, jetzt ist alles ready, wir sind perfekt. Im Gegenteil, es wird Stück für Stück, Tag für Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gottes Gnaden, erneuern wir unseres Denken. Nichts aber ist so kraftvoll wie ein verändertes und geheiligtes Denken. Diese Verwandlung und diese Erneuerung vom Sinn, schreibt jetzt Apostel Paulus hier in den Versen, hängt auch ganz stark mit dem Willen Gottes zusammen. Oder besser gesagt, mit dem Erkennen von dem Willen Gottes. Die Verwandlung hängt mit dem Prüfen und dem Erkennen vom Willen Gottes an. Und das ist jetzt was ganz Dynamisches, was das christliche Leben eben spannend macht. Wie ich am Anfang gesagt habe, von am Strand sitzen zu Achterbahn vergehen manchmal keine 5 Minuten. Weil der Gotteswille ist dynamisch. Es sind nicht nur die 10 Gebote von Gott, die sein Wille sind. Und der Wille Gottes für 2020, für Karlsruhe, ist anders wie der Wille Gottes für Karlsruhe 1731. Sein Wille für dein Leben unterscheidet sich vielleicht auch von seinem Willen in meinem Leben. Und was gerade dran ist in meinem Leben, ist sicherlich was anderes, was dran ist in deinem Leben. Deswegen gilt es als Christ, unterwegs zu sein, um zu prüfen, um zu erkennen, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Paulus schreibt hier, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Warum?
auf das, oder man könnte auch sagen, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und wie ist jetzt der Wille Gottes? Paulus beschreibt ihn als gut, wohlgefällig und vollkommen. Wir gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Wir sind nicht nur Gewohnheitstiere, wir gehen auch den Weg des geringsten Widerstandes. Irgendwie hat sich bei uns so ein bisschen so eine Theologie von der, ich habe es mal beschrieben, mit rosa Watte eingeschlichen. Gottes Wille ist gut, angenehm und vollkommen. Gottes Wille ist also wie so eine S-Klasse auf der Autobahn mit Sitzheizung. Es ist easy, alles toll, good feeling, bring it on. Ich habe meine Lieblingsmusik angemacht, ist alles toll. Gottes Wille ist so wie ein Grillen im Garten mit Freunde-Feeling. Er ist siegreich. Der Wille Gottes ist tatsächlich gut und wohlgefällig und vollkommen. Aber dieser Wille ist für Gott gut, wohlgefällig und vollkommen. Gottes Wille ist für ihn so. Nur fühlt sich manchmal Gottes Wille für unser eigenes Leben gar nicht so an. Gottes Wille ist tatsächlich gut, aber fühlt sich für uns Menschen emotional manchmal überhaupt nicht gut an. Was für Gott gut ist, muss nicht gleichzeitig auch in deinen und in meinen Augen gut sein. Erst in der Verwandlung von unserem Sinn können wir manchmal das Gute im Willen Gottes erkennen, oft aber auch nur im Nachhinein. Weil der Wille Gottes ja lebendig ist und immer wieder neu erfasst werden möchte, ist es manchmal gar nicht so einfach, das Gute darin zu erkennen, gerade wenn es emotional schwierig ist. Und meine wunderbare Frau Marcelane wird aus ihrem Leben erzählen, wo sie sich ganz sicher war, dass das Gottes Wille ist, aber er emotional überhaupt sich nicht nach gut angefühlt hat. Hallo ihr Lieben, wie alle, bestimmt alle schon wissen, wir haben als Familie 7 Jahre in der Schweiz gewohnt und es ging uns echt gut in der Schweiz. Wir hatten eine tolle Gemeinde, wir hatten Freunde und das waren richtig schöne Jahre, haben wir dort verbracht. Aber als Familie, unser Gebet war immer, wir wollen da sein, wo Gott uns haben möchte und nicht wo es bequem ist für uns. Und dann haben wir immer wieder dafür gebetet und irgendwann hatten wir den Eindruck, dass unsere Zeit in der Schweiz zu Ende war. Und wir haben gebetet, dass Gott uns zeigt, wie es weitergehen sollte. Und wir haben gebetet und das ging echt lang, bis wir dann eine Antwort bekommen haben. Und dann irgendwann haben die Türe sich geöffnet, dass wir nach Amerika gehen könnten. Und das war für mich dann schon ein bisschen, das hat schon was mit mir gemacht. Ich hatte schon ein bisschen Angst, was kommt auf mich zu und wie wird das alles sein mit den Kindern natürlich. Aber ich wollte auch da sein, wo Gott mich will. Und ich erinnere mich noch zu gut an dem Tag, wo ich da meine Wäsche aufgehängt habe im Keller und Gott hatte die Türen dann aufgemacht mit Amerika und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich will nicht nach Amerika gehen, aber wenn das dein Wille ist, dann werde ich das tun. Und ich vertraue, dass es gut sein wird für uns. Und interessant ist es, dass Gottes Wille ist gut für uns und es wird auch immer so bleiben, aber nicht immer fühlt es sich so gut an, wie wir uns manchmal auch wünschen. Und so war es auch für mich in Amerika. Wir sind da angekommen, wir hatten eine tolle Wohnung, das war okay dort mit den Kindern. Sie hatten Kinder zum Spielen, sie hatten eine Schule, sie haben schnell die Sprache gelernt. Aber für mich waren auch harte Zeiten dort. Ich kam da an, ich konnte kein Englisch. Und weil ich auch viel mit den Kindern zu Hause war, damit der Philipp überhaupt studieren konnte, dann konnte ich auch nicht so schnell Englisch lernen. Auch nicht so schnell, wie ich Deutsch gelernt habe. Deutsch war für mich einfacher als Englisch. Einfach, weil das Leben war einfach anders dort. Und es hat immer wieder, habe ich weinen müssen und oft fühlte ich mich alleine. Meine Freundin, meine Gemeinde, die alte Gemeinde in der Schweiz hat mir schon arg gefehlt. Aber die eine Sache, die mir so wichtig war in dieser Zeit, war zu wissen, Gott wollte mich dort haben. Gott wollte uns als Familie dort haben in Amerika. Das war sein Wille für uns. Und das hat mich so getragen durch diese Zeit, so dass ich das so gut verkraften konnte, weil ich wusste, ich bin richtig hier, weil Gott mich hier haben will. Genau, das war ein bisschen unsere Geschichte in Amerika.
Jetzt wollte ich dich fragen, gibt es in deinem Leben etwas, wo du sagst, ich bin mir ziemlich sicher, das ist Gottes Wille, aber es fühlt sich im Moment emotional überhaupt nicht danach an? Dann möchte ich dir sagen, bleib dran, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Bleib dran, halte durch. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder leidest du, weil du vielleicht doch was gemacht hast, was nicht Gottes Wille ist, oder aber das, was sich nicht gut anfühlt, formt dich jetzt auch emotional durch die schweren Zeiten so, dass du noch mehr zu einem Kind Gottes wirst, noch mehr aussiehst wie Jesus Christus, wie vorher. Das ist Teil von einer Verwandlung. Das Zweite, was Apostel Paulus schreibt, neben dem, dass der Wille Gottes gut ist, ist, dass er sagt, der Wille Gottes ist wohlgefällig, also angenehm. Aber der Wille Gottes ist nicht immer auch nachvollziehbar. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel in der Bibel, in der Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas, das sind zwei Freunde, die sind unterwegs und evangelisieren in der heutigen Türkei. Und die möchten gerne nach Osten, nach Kleinasien, aber der Heilige Geist hinderte sie daran. So steht es in der Apostelgeschichte, wie immer diese Umstände waren, sie konnten nicht gehen. Das an sich selber ist schon unglaublich merkwürdig. Ich meine, warum möchte Gott nicht, dass sie da evangelisieren? Aber das ist vielleicht eine andere Gedankenstrang. Der Wille Gottes war nicht, nach Kleinasien zu gehen. Und Paulus hat jetzt nachts eine Vision von einem Mann, der ihm erscheint, den er kennt als Mazedonier. Und da heißt es in Apostelgeschichte 16, dass in dem Traum dieser Mann zu Paulus sagt, komm nach Mazedonien und helf uns. Und Paulus und Silas machen sich auf den Weg nach Mazedonien. Es brennt ihnen ja unter den Fingernägeln, Wege zu finden, um Menschen von dieser Liebe und Gnade Gottes zu erzählen. Und sie treffen dann auch tatsächlich in Mazedonien, als sie dann nach Philippi kommen, eine Frau namens Lydia. Der erzählen sie von Jesus und sie bekehrt sich und sie sind eine Weile bei ihr zu Hause und dann evangelisieren sie weiter und Menschen bekehren sich und eines Tages treiben sie einen Dämon aus von einer Frau und das wiederum löst einen Aufstand auf in der Stadt und Paulus und Silas werden verhaftet und werden ausgepeitscht und sitzen dann auf einmal in einem kalten, nassen Gefängnis mit offenem Rücken. Und jetzt könnte man sich denken, hey, Gott, was um alles in der Welt hast du dir gedacht? Wir wollten nach Kleinasien gehen, du hast Nein gesagt. Dann hast du gesagt, geh nach Mazedonien. Wir gehen nach Mazedonien. Und jetzt sitzen wir hier nach einer erfolgreichen Evangelisation mit offenem Rücken und gefesselt in einem Kerker. Was soll das? Gottes Wille soll doch wohlgefällig sein, angenehm, aber er ist sicherlich nicht immer nachvollziehbar. Frag mal Paulus, ob das angenehm war, in dem Gefängnis zu hocken mit offenem Rücken. Natürlich könnte man später sagen, hey, Gott befreit sie ja auch durch ein Erdbeben und sie kommen aus dem Gefängnis frei und der Gefängniswärter bekehrt sich auch zu Jesus und alles ist wieder gut. Aber ich glaube, als das Erdbeben kam und der Gefängniswärter sich für Jesus entschieden hat, hat die Kleidung von Silas und Paulus wahrscheinlich immer noch auf dem blutigen Rücken geklebt. Der Wille Gottes ist tatsächlich wohlgefällig und angenehm, aber er muss für dich und für mich nicht immer wohlgefällig und angenehm sein. Es muss sich nicht anfühlen wie eine S-Klasse mit Sitzheizung auf der Autobahn. Auf gut Deutsch könnte man auch sagen, Gottes Wille macht nicht immer Sinn in unseren Augen. Warum ist das so? Könnte man sich fragen, warum macht Gott das so? Und wenn wir in so einer Situation drin sind, und vielleicht bist du in so einer Situation drin, dass du sagst, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ist der Wille Gottes, dann sind das Fragen, die du unbedingt stellen sollst und stellen darfst. Das ist vollkommen in Ordnung. Mach das, stell Gott diese Fragen, wenn du nicht nachvollziehen kannst, warum es gerade so ist, wie es ist. Vielleicht in der Universität, vielleicht in einer Beziehung, vielleicht auch in deiner Kirche. Was willst du damit bezwecken, Jesus? Frag ihn, damit du erkennen und erforschen kannst, was hinter diesem angenehmen und wohlgefälligen Willen Gottes steckt. Vielleicht gibt er dir eine Antwort, vielleicht sogar ein Erdbeben. Das Dritte, was der Apostel Paulus sagt, wie Gottes Wille sei, er sagt, dass Gottes Wille ist auch vollkommen. Aber schaut, Gottes Wille ist vollkommen, aber er schmeckt nicht immer süß. Manchmal ist er auch mit Leid verbunden. Und in so einer Lebenssituation steckt auch gerade im Moment die Pia und der Christian aus unserer Gemeinde. Und ich habe sie gestern kurz interviewt über Zoom. Und sie möchten euch teilhaben lassen an ihrer aktuellen Lebenssituation. Ja, also herzlich willkommen, Pia und Christian.
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und auch uns Anteil haben lasst an eurem Leben. Wir haben uns sehr gefreut. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Pia, als wir die Fastentage hatten und wir haben uns dann getroffen, ne, im Januar zu den Fastentagen und du hast dann erzählt, dass du schwanger bist und wir haben uns natürlich alle gefreut, weil wir gewusst haben, hey, wenn die jetzt schon verheiratet sind und schon eine Weile da, möchten die sicherlich auch Kinder haben und dann haben wir uns gefreut und auch miteinander gebetet und so. Und jetzt ist es aber mit eurer Schwangerschaft nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Jetzt reden wir heute über den Römer 12 und dass Gottes Wille gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Lasst uns doch gerne Anteil haben, was in eurem Leben passiert ist und wie ihr mit dieser Situation umgeht und wie man das einordnen kann, indem dass Paulus sagt, Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Ja, also wie du sagst, wir haben uns auf ein Baby gefreut und es ging soweit dann alles ganz gut. Und dann in der 20. Schwangerschaftswoche hatte ich wieder einen regulären Termin zur Untersuchung. Und dabei kam raus, dass das Kind gestorben ist und eine normale Geburt eingeleitet werden muss. Und so kam das Kind dann auf die Welt in der 20. Woche. Ja, das ist jetzt der Abriss. Genau. Und dein Thema, dass Gottes Wille vollkommen ist. Und dabei kommt mir dann der Gedanke, und dennoch ist er von Leid geprägt, vollkommen und dennoch auch mit Leid verbunden. Mhm. So war der Gedanke dann. Ja. Im ersten Moment war diese Nachricht natürlich ein Schock für uns. Ja. Ich denke, es ist völlig normal und den meisten Menschen geht es wohl so, wie auch uns dann, dass man zunächst mal fragt, woran liegt es, warum ist das passiert, warum hat Gott das zugelassen, gibt es einen Schuldigen? Mhm. Aber diese Fragen, die bringen einfach nicht weiter. Da haben wir gemerkt, habe ich persönlich auch für mich gemerkt, dass ich mich mit diesen Schuldzuweisungen und Fragen eigentlich nur in eine Sackgasse verrenne. Ich persönlich habe dann erst in dem Maße Frieden gefunden in dieser Situation, indem ich mich einerseits der Tatsache stelle, dass wir nun mal in einer gefallenen Welt leben, dass auch mit Gottes Willen wir hier nicht aus dem Anteil am Leiden rauskommen, dass ich aber Zuversicht haben darf, trotz allem, mitten im Leid, indem ich weiß, Gottes Vollkommenheit ist so groß, dass er auch aus dem, was an sich schlecht und böse ist und gar nichts Gutes enthält, trotzdem was Gutes machen kann. Das darf ich ihm selbst dann zutrauen, wenn ich mich so momentan auch gar nicht danach fühle. Also mich hat getragen Lukas 22, wo Jesus eben betet, wenn es geht, dann nimm den Kelch von mir, lass den Kelch an mir vorübergehen, Gott. Und da habe ich gemerkt, Jesus weiß genau, was Leid ist. Und habe ich gedacht, wenn mich einer versteht in der Situation, wenn ich heul, wenn ich Fragen habe und wenn ich Kämpfe habe, dann ist es doch tatsächlich Jesus. Jetzt reden wir über den Römer 12, wo es da heißt, dass der Wille Gottes eben gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Und würdet ihr das auch so bejahen, dass ihr sagt, es ist halt diese Spannung, in der wir drinstecken, dass man sagt, okay, der Wille Gottes ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und das war auch so jetzt für uns, ne? Also klar kann man was machen, dass man schwanger wird, aber nachher, dass das Baby irgendwie dann einfach sich entwickelt und wächst und auf die Welt kommt, da kann man ja nichts machen. Also man ist so abhängig von Gott. Und dass man wie sagt, okay, die Schwangerschaft ist ja der Wille Gottes, es ist gewollt, ne? Ich bin schwanger geworden, ist ja auch ein Wunder an sich selber. Und jetzt der Schwangerschaftsabbruch ist ja auch dann in dem Sinn, will man gar nicht sagen, dass das Wille Gottes ist, weil dann würde man ja sagen, Gott hat irgendwie die Schwangerschaft abgebrochen, aber irgendwie auf der anderen Seite herrscht ja Gott und er hat alles im Griff. Und diese Spannung, die ist irgendwie schwierig, ne? Das ist total schwierig. Ja. Ich denke dann, was ist das öfters an einen Blinden im Johannesevangelium, von dem Jesus sagt, gesündigt oder seine Eltern gesündigt, aber an ihm soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Das Leid war da. Jesus hat es nicht erklärt. Ja. Und dennoch ist irgendwie im Nachhinein die Herrlichkeit Gottes daran sichtbar geworden. Darauf zu vertrauen, das trägt uns. Ja. Aber es bedeutet eben tatsächlich, ihn höher zu stellen als unser eigenes Denken. Ja. Solange ich versuche, meine eigene Agenda gegen ihn durchzusetzen, so lange tut es fürchterlich weh. Ja. Also einmal wirklich mit allem Herzen danke, dass ihr Anteil
oder dass wir Anteil nehmen können an eurer Geschichte jetzt auch, an der schwierigen Situation. Und ich hoffe auch, dass wir als Treffpunkt Leben auch eine tröstende Gemeinschaft sind. Ne? Paulus sagt es am Anfang, dass wir uns ermahnen sollen gegenseitig. Und ich hoffe, dass dieses Ermahnen, das ist ein tröstendes Wort, das ja da gebraucht wird, dass wir als Treffpunkt Leben auch irgendwie diese eine tröstende Gemeinschaft sind, dass wir Christen auch in dieser Situation für euch eine tröstende Gemeinschaft sind. Und wir wünschen euch wirklich von ganzem Herzen Gottes Segen. Vielen Dank. Wir sind gern bei TL. Und ich habe viel Rückmeldung erlebt, fast zu viel in der Situation, aber ich habe gemerkt, wie die Leute da sind und beten. Das hat sehr gut getan. Super. Danke. Ja. Super. Wir haben euch auch mega lieb. Cool. Vielen Dank. Wir haben ja gerade Ostern gefeiert. Und Jesus hat den Willen des Vaters getan. Er sagt am Garten Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das Kreuz war gut, das Kreuz war wohlgefällig und das Kreuz war vollkommen. Jesus hat sich nicht nur emotional verausgabt, auch geistlich und körperlich verausgabt. Das war der Wille Gottes. Und Jesus schreit jetzt am Kreuz, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Emotional hat sich Jesus auch komplett verlassen gefühlt. Vielleicht fühlt es sich gerade auch so in deinem Leben an, dass du sagst, ich habe Angst, ich fühle mich verlassen, die Dinge sind nicht einzuordnen, obwohl du mit Gott unterwegs bist, läuft eben doch nicht alles rund. Und wenn es jetzt gerade eventuell vielleicht auch deine Lebenssituation so beschreibt, oder vielleicht aber auch nicht so beschreibt, dann wird es sicherlich auch mal in deinem Leben zu so einer Situation kommen oder mehrere Male, wo du sagst, ich kann Gottes Willen gerade nicht nachvollziehen. Was können wir in so einer Situation machen? Ich komme zum Schluss. Was wir machen können, ist, dass wir zurückgreifen auf die Gemeinschaft des Trostes, auf deine Ortsgemeinde, auf deine Leute in der Kirche, wo der Apostel Paulus uns ermahnt, dass wir uns gegenseitig trösten. Was kannst du machen in der Situation, wo du den Willen Gottes vielleicht lebst und er kann das, aber er fühlt sich emotional nicht gut an oder er ist mit Leid verbunden oder er ist nicht nachvollziehbar? Erinnere dich daran, dass Gottes Willen gut, angenehm und vollkommen ist für ihn und nicht vielleicht unbedingt für dich. Es geht am Schluss um Gott selber. Er hat einen Plan, er hat das große Bild, er sitzt auf dem Thron, er hat die Krone auf. Und das Dritte, was wir machen können, ist, dass wir uns bewusst machen, auch wenn wir es nicht so fühlen, Gott ist immer da. An der Kreuzigung schreit ja Jesus ganz laut raus, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und Gott schreit ganz laut zurück, Jesus, mein Sohn, ich bin da, ich war niemals weg. Er lässt eine Dunkelheit übers Land kommen. Er lässt ein Erdbeben erschüttern. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten und 500 Heilige verlassen ihre Gräber. Gott sagt zu Jesus Christus am Kreuz ganz laut, ich bin da, in dem Augenblick, als er stirbt. Und das gilt für mein Leben und das gilt auch für dein Leben. Gott ist da. Wer ermächtigt und befähigt uns nun zum Handeln, zum Erneuerung von unserem Sinn? Wer hilft uns dabei? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, wenn die Dinge doch nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir vor allem merken, Gottes Wille ist doch nicht in Watte gepackt. Wer hilft uns zum Verstehen, Prüfen und auch vom Annehmen vom Willen Gottes? Es ist die Gnade und es ist die Liebe von Gott selber. Es ist der Heilige Geist in uns. Es ist sein Wort. Christliche Ethik ist kein Um-zu-Ethik, also dass wir etwas tun, um etwas zu erhalten. Gottes Gunst und das Ansehen von meinem Nachbarn und so weiter, sondern es ist eine Weil-Ethik. Weil er uns zuerst geliebt hat, mache ich dies und das. Weil ich den Willen Gottes verstanden habe, mache ich dies und das. Weil ich glaube, dass der Wille Gottes gut, angenehm und vollkommen ist, rede ich so und so. Ich darf handeln, weil Gott zuerst gehandelt hat. Und in allen dürfen wir uns sicher sein, dass er da ist. Und in diesem Wissen und in dieser Wahrheit möchte ich uns entlassen und dich segnen, da wo du bist, zu Hause. Von oben bis unten, deine Füße, deine Hände, dein Kopf, deine Ohren und dein Mund, sei du gesegnet, damit du erkennen kannst, was der Wille Gottes ist, nämlich der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene.